Vorab, gute Nachricht, ihr liebe Leid. Sie ist vorbei, die fastnachtslose Zeit. Sommer, Sonn und Schwimmbad, alles gut und schön. Nur als echter Narr kriege doch damit auf Dauer ein Riesenproblem. Denn ohne na Hallamarsch, Helau und alle hopp, doch fällt nem Narr wie mir die Deck doch auf den Kopf. Zwar ist es ja so, dass man zwischen den Sessionen kann sein Lever und sein Stimmbänder ein klein bisschen schone. Doch mo ganz ehrlich, noch ne gewiss Zeit, doch krische als Fasnachter der Arsch doch auf die Seite. Und so ist der 11.11. kein gewöhnlicher Dach. Das ist so eine Art Befreiungsschlag. Ein großes Geschenk, was man als Narr kann kriegen, ist euch all gesund und munter hier wieder zu sehen. Ich wünsche mir für mich und auch für euch, ihr liebe Leid, eine super Session und eine speigeile Zeit. Und bevor es richtig losgeht, sage ich kurz und knapp, ab geht die Party! Ist doch wahr. Der war nicht verdient, das waren 5 von 1000! Bevor es richtig losgeht, sage ich kurz und knapp, ab geht die Party! Mir Narre im Saarland sind gut, das kann ich so sagen. Doch einer gibt's, da kommt keiner dran. Dittel Eulenspiegel ist nit aus Düsseldorf, aus Mainz oder aus Köln, ein gut Stück weiter oben, aus einer Stadt namens Mölln. Und so bin ich im Sommer an dem wunderschönen da, Moderuf an sein Denkmalgefahr. Und ich hanne gesehen, wenn auch nur in meinem Traum, und was er mir gesagt hat, das klaren er kaum. Ich kenn da mein Spiegel und ich kenn da mein Kapp. Damit gehst du raus und bringst du auf Trab. All richtige Narre und all liebe Leid. Ohne Halse bring Spaß und vertreib nur die Zeit. Für all andere kenn ich der Aare Tipp. Der klingt vielleicht barsch. Halne mein Spiegel vor und tretne verbal in der Arsch. Denn ein guter Narr ist der, der sich niemals verstreckt. Geh zu weit, geh über Grenze und sei bloß nicht korrekt. Sei respektlos und frech und leh alles auf den Tisch. Kurzum, sei ein Narr. Mach das genau so wie ich. Und eins ist sicher, verlass dich darauf. In Gedanke bin ich bei dir und passe auch auf dich auf. Der Till und ich, mir waren uns ganz nah. Und erst oben spät bin ich zurück nach Saarbrücke gefahren. Wie es dunkel war, ist er noch runtergekommen von seinem Monument und trägt mir so Schnellhefter mit Papier in die Hand. Zuerst ergab das für mich gar keinen Sinn. Aber bitte ihr Leid, mir gucke mal rein. Da gibt's einen Mann, bekannt ist er sehr. Sei Ältere sind aus Ghana und kam hierher. Wär der nicht gewesen, dann hätt's nicht geklappt. Und die Argentinier hätte uns den Titel vor der Nase weggeschnappt. Doch immer wenn's kritisch war, wenn's knapp war oder eng, dann war er ja da, unser Jerome Boateng. Von der Spinner, von der AfD, von denen han ich gehört, dass es ein Bild auf einer Schokoladepackung steht. Wenn ich so scheiß heere, fällt eins nur mir in, dass die ganz sicher kennen, Alternative für unser Deutschland sind. Und blätter ich weiter, da kommt die Red immer mehr auf zwei Idioten, genannt Politiker von der AfD. Und denen würde Till Halle die Spichel aber direkt vor die Stirn. Denn es sind Arschlöcher ohne Humor, ohne Herz und ohne Hirn. Der ein heißt Müller und hat ein Antiquariat. Jedenfalls hat er das so immer in der Zeitung gesagt. Mebel und Bilder würden dort selten bestellt. Doch für Hakekreuze und KZ-Lagergeld. Doch, guck rin, Müller, da sichert dein Gesicht. Und vielleicht erkennst ach du, wie blöd du doch bist. Der Zweite heißt Dörr und ist sein bester Kamerad. Der Müller wäre ein Vorzeigemann, hat er deshalb gesagt.
Ihr liebe Narre, das ähn ist gewiss. Ach, dem Handy Rabe, ist Hirn voll Geschiss. Ihr sind irre, ihr sind Arschgeige und bekloppt im Quadrat. Das hat Till Eulenspiegel zu euch gesagt. Gehen wir weiter zum Nächsten. Der ist auch ein bisschen schwach. Der Präsident vom Olympiakomitee, der Dr. Thomas Bach. Zuerst hat er Idee, ein Goodie wie ich men. Die Russen sind gedopt und bleiben deswegen daheim. Das wäre, so sagt er, ein glatter Beschiss. Denn dadurch wird schneller gelaufen und ach, weiter geschmiss. Doch dann hatte Putin ihn bestellt. Da ging's dann um Einfluss, um Macht und um hier. Es Geld. Doch kriegt den Bach seine Meinung. Auf einmal ein Knick. Er verbeugt sich von Putin und rudert dabei zurück. Das Thema Doping, wie schwierig die Sache. Und außerdem will er ja mit der Russe kein Krach. Also dürfe sie schlucke und spritze, so viel sie wolle. Gehen an den Start, tun Medaille holle. De Bach, der zitiert dann der olympische Geist. De Titel kriegt also der, der am besten bescheißt. Lassen es Fernsehen aus, sonst kriegen er die Flemm. Oder besser noch, Dr. Bach, pack in und geh hem. Das nächste Thema. Aha, der erste FC. Die Sanierung vom Ludwigspark kostet ein klein bisschen mehr. Mit der Finanze, dort nennt man es dort nicht so genau. Denn ein klasse Verein wie der, der braucht ach, ein anständiger Bau. Der Präsident Ostermann, der ist dort der heimliche Star. Und so wird einer Cheftrainer, der gestern noch Chauffeur bei ihm war. Und fehlt auch woanders, für alles ist Geld. Hauptsache der FC ist bestens aufgestellt. Hör auf zu nicken. Machen ruhig Büchereien, Schwimmbäder und Kindergärten zu. So kann der FC weitermurksen, in aller Ruhe. Erhöhe die Hallegebühren für die kleinen Vereine. Hallen all andere ach, an der ganz kurzen Leine. Mir han da für Verständnis und sind nicht irritiert. Denn Gott sei Dank wird der Ludwigspark jetzt Luxus saniert. Die Seite rumgeblättert, da lese ich einen Satz. Die Stadt zerbricke, leid auf nem ersten Platz. Wer glaubt, es ging um Grünanlage oder den Nahverkehr, um günstige Parkplätze oder die Feuerwehr, um Fahrradwehe oder Spielplätze für Kinder? Der hat sich gewaltig geschnitten in den Finger. Die Stadt zerbricke ist nur in einer Sache top. Das ist die Verschuldung pro Bürger, pro Kopf. Dank. Das ist nur witzig. Dank der Genialität von der Frau Obepritz, Dollei in dem Bereich mir mit Abstand an der Spitz. Und damit das so bleibt, da tut's sich schwer schaffe. Im Haushalt du n riesige Lücke klaffe. Und für die Schulde, die jeder Bürger du tricke, da muss er alt fra. Lang dafür stricke. Und wenn man es genau nimmt, das klingt ein bisschen arg, Hanna all, wie er es da sitze, ein Schufa-Intrag. 11.568 Euro. Das ist ernst und kein Witz. Ich, der trinke auf ihr Wohl, Frau Oberbürgermeisterin Britz. Der Till war ein Mann, das hören er jetzt bald. Der macht auch vor der eigenen Reihe nicht halt. In Nasol ohne Halle, auf eine geistreiche Art. Das hört sich simpel an und ist leicht gesagt. Aber die Menschen von Heid, ihr sind ja anspruchsvoll. Und manchmal weiß man's nicht, wie man's noch mit euch anstellen soll. Im Fernsehen gibt's Comedy auf höchstem Niveau. Late Night Show, Lady Kracher, The Mario Bart, ja sowieso. Das sind alles Profis. Das wird oft vergessen. Doch mir Hobbynarre, mir würde dann an denen gemess. Und steht man dann Jahr für Jahr da oben in der Bit. Die Leute sind zäh wie Leder. Kenner geht richtig mit.
Manche gehen rauche raus vor die Dier, andere gehen ans Buffet und trinke ihr Bier. Da kommt man ins Grüble und denkt, was soll ich nur mache? Und man überlegt sich so dann verschiedene Sache. Doch egal, was du machst, mach's auf ehrliche Weise. Denn der Narr soll Spaß bringen und nicht andere bescheiße. Und so komme ich auch im Kollegenkreis nicht umhin zu sagen, gucken ach ihr einmal in den Spiegel erinn. Doch alle manche Bütterette, die sind wirklich doll. Und doch weiß ich nicht, ob ich lache oder heile soll. Denn manch einer von denen, der halt da rett, die kriege per Knopfdruck im Internet. Und so bin ich auf manche Sitzung ein bisschen verstört, wenn ich denk, das da hast du doch schon mal im Fernsehen gehört. Wenn du nichts Eigenes hast und du deshalb kopiere, dann sag's, wie's ist, dann tut sich ach keiner blamiere. Doch kommt einer vom Auftritt und sagt, ich muss mich beeile, muss an meiner geklauten bis vor kurzem noch feile. Dem sei vom Till an der Stelle gesagt, lass lieber Sinn, sonst krische de Salat. Denn die Wahrheit, die kommt sowieso irgendwann auf den Tisch. Also verarsch nicht die Leid und verarsch ach nicht mich. Name will ich an der Stelle nicht sagen. Wem der Schuh passt, der zieht ne sich aber bitte an. Mei Rett, die war vielleicht gut, vielleicht war sie schlecht, aber sie war von mir, sie war ehrlich und echt. Zu euch ehrlich zu sein, dort dran leid mir sehr. Das schwöre ich, sogar bei meiner Narre eher. Es geht noch weiter, ne? Also, aus der Nummer kommt er so schnell nicht raus. Ich habe seit einiger Zeit jetzt probiert, alles so zu sehen wie ein Mann, der mir schwer imponiert. Und für mich steht eins fest, und zwar zweifelsfrei, an seinem Spiegel, da komme mir all nicht vorbei. Und so gucke mir mal rin, sodass mir erkenne, dass mir andere, aber auch uns selbst, oft zu wichtig nehme. Ein Narr soll ohne Halle und zum Lache bringe, die Leid aber ach zum Nordenke zwinge. Der Till Eulenspiegel war in der Hinsicht absolut top. Ich schaffe weiter dran. Noch nicht ganz, alle hopp. Mir wurde zuletzt gesagt, ich wäre politisch nicht ganz korrekt. Hätt manch einer schockiert und ach aufgeschreckt. Aber ausgewogen und korrekt, das sind nicht im Narr sei Sache. So kann man ein Zimmer tapezieren oder sei Buchführung mache. Wenn er das wirklich wolle, dann gehen wir unser Fasnacht auf. Tun sie begrave, narrele Bretter auf drauf. Bleiben richtige Narre und tun nicht nur so als ob. So helfen am Till, so helfen am mir und vor allem euch selbst. Alle hopp! Dank dir, lieber Marek. Wir freuen uns, dass wir so tollen jugendlichen Nachwuchs in unseren Karnevalsgesellschaften haben. Damit verabschieden wir den Marek mit einem dreifach donnernden Alle! Alle! Alle!